Also, möchtest du mir ganz kurz erzählen, was du hier machst, was deine Rolle ist, wie lange du hier bist? Einfach so über dich irgendwas. Ja, also ich bin, ich glaube, Thomas hatte mich vor 2 Jahren eingeladen, ob ich eine Poetry Residency hier machen würde, im Rahmen dieser Skulptur. Und eigentlich ist im Vorfeld ziemlich offen gewesen, was genau stattfindet. Also Präsenz ist gefragt und eigentlich bin ich frei zu machen, was ich will. Und es ist, die Hoffnung wurde ausgedrückt, dass ich mich da interagiere mit anderen, mich mit Walser in Bezug setze und auf welche Weise das geschieht, ist relativ offen. Und ich hatte mir vorher so eine Art Fluchtplan ausgedacht, dass ich dann jeden Tag einen Spaziergang mache und von diesem Spaziergang berichte. Und dazu kam es jetzt überhaupt nicht fast. Also, obwohl ich gerne spazieren gehe, aber irgendwie hat die Skulptur so einen Sog, dass ich allzu selten rauskomme. Und wenn du nicht spazieren gehst, dann bist du überall auf der Skulptur oder hast du einen Raum? Oder? Der Grund, nicht spazieren zu gehen, hat auch mehrere Komponenten. Das ist einerseits habe ich halt viel zu tun und ich kann in der Statue kaum arbeiten. Ich habe verschiedene Plätze ausprobiert, geht einfach nicht. Die Leute kommen rein und raus, Gerüche sind da, du bekommst diese ganze Stimmung mit. Das ist wie so ein Familienraum oder sowas. Du kriegst halt immer mit, wenn irgendwas los ist. Und es fällt mir schwer zu denken, Sätze zu formulieren, aus verschiedenen Gründen. Deswegen, wenn ich wirklich was zu tun habe, muss ich mich zurückziehen, versuche das außerhalb der Zeit zu machen, sofern es geht, aber es geht auch nicht immer. Also ich gehe eigentlich immer zwischen der Skulptur und der Wohnung hin und her und manchmal schon auch raus. Und das andere ist aber, dass es schon Leute gibt, die spazieren gehen und daraus etwas machen, was da passiert. Und das sehe ich auch ein, dass wenn jetzt alle spazieren gehen, funktioniert die Statue nicht. Das ist mir auch so funktionalistisch. Ich verstehe, wie es funktioniert hier. Genau. Und ich mag das ein bisschen, bin ich immer die im Kühlschrank die Reste aufisst oder so. Also ich bastel gerne aus Resten dann Möbel oder schaue, wo irgendwas fehlt und finde das eigentlich auch ganz befriedigend. Als so die Käfer, die ja sich von Leichen ernähren oder so. Schön, aber wenn du sagst, es gefällt mir, dass du sagst, dass du von den Gerüchten sprichst und von den Leuten, die reinkommen und dass da ständig so eine Art Störung ist und dass es schwierig ist zu denken in diesem Zusammenhang. Wie ist das für dich dann vom Gefühl her? Ist das eben so, dass es einfach eine Überforderung ist, die unangenehm ist und vor der du dann dich zurückziehen musst? Oder ist es eben auch etwas, was dann wichtig ist für deine Arbeit oder das sozusagen deinen ganzen Modus des Schreibens oder des Arbeitens verändert, oder hat diese Überforderung einen zusätzlichen Sinn oder ist sie einfach nur Störung? Ja, es kommt, ich mag es nicht, Gefühle so absolut zu setzen. Ich reagiere auf Sachen und wenn ich versuche, etwas zu machen und ich werde dabei gestört, dann ist das ärgerlich, extrem ärgerlich und dann kann ich Tage verbringen in so einem Kampf mit der Wirklichkeit, die das nur damit enden kann, dass ich Tränen aufgelöst vor Verzweiflung, dass ich kleiner und schwächer bin als die Wirklichkeit, die aus so vielen anderen Menschen besteht, die in der Überzahl sind, besteht, und dass ich dann einfach in der Dauerbeleidigtheit existiere. Oder ich denke halt irgendwie um, dazu brauche ich meistens einen Abstand, mich erst einmal von der Schmerzquelle zu entfernen und dann irgendwas umzustrukturieren, damit es eben nicht mehr schmerzhaft ist. Das kann oft ein Bier sein. Alkohol macht mich extrem viel geduldiger mit den quatschigsten Gesprächen. Also so richtig geduldig werde ich auch dann nicht, aber so, dass man mit mir reden kann, ohne dass irgendwas in mir einfach nur wartet, bis dieses Gespräch vorbei ist und ich wieder denken kann oder irgendwas machen, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich finde es halt interessant, weil ich als Schriftstellerin immer dabei bin, mich selbst zu beobachten und das möglichst präzise zu beschreiben. Finde ich interessant zu beobachten, was mit mir passiert in dieser Interaktion. Und weil ich sonst immer alleine arbeite, ist es schon extrem spannend, also
in einer übertrieben kann man sagen, ist eine Bürosituation, eine Art Großraumbüro, wo halt ständig irgendwelche Leute vorbeigehen. Und ich liebe es so, Hallo zu sagen und nicht weiter sich zu unterhalten zu müssen, weil man sich sowieso 20 Mal am Tag sieht. Und das ist das Schönste, so Leute grüßen zu können. Du weißt, du siehst sie am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder. Und ihr fragt euch nicht, ob ihr euch mögt oder nicht. Oder es gibt nicht diesen ganzen Freundschaftspathos oder Abnicht oder Urteilspathos, sondern man arbeitet einfach und kommt irgendwie miteinander aus. Und ich mag diese Neutralität in dem Raum. Aber das ist, wie gesagt, etwas, was jeder Mensch, der in einem Büro arbeitet, wahrscheinlich längst kennt. Und nur ich als solitäre Schriftstellerin, die immer alleine arbeitet, finde das so ungeheuer originell, mit anderen Menschen zusammen zu leben. Ich finde das recht interessant, dass du die Situation hier mit einem Großraumbüro vergleichst, weil ich habe sehr wohl Erfahrung mit Großraumbüros auf den Unis und die sind sowas von katastrophal vernichtend gegenüber jeglicher Kreativität, also zumindest für mich. Ist das hier auch so? Aber ich mag ja Kreativität nicht. Also das finde ich doch recht speziell, weil wahrscheinlich bist du die Einzige, die diesen Vergleich zieht. Hat aber ja auch vielleicht was Produktives, weil, ja, warum eigentlich nicht? Also wir sind sozusagen alle in einen Raum geworfen und müssen jetzt irgendwie miteinander funktionieren und jeder macht halt, was er macht oder sie. Und das ist eigentlich eh ganz gut, oder? Es ist auch nicht mit diesem Druck, jetzt irgendwie produktiv zu sein oder irgendwas ganz Tolles leisten zu müssen. Also das ist ja viel ein Stressfaktor. Genau. Ich habe leider den Druck von anderen Sachen, das hat aber mit der Statue nichts zu tun. Und dann der Alltagsdruck ist trotzdem da. Ja, also diese ganzen Stapel von Sachen. Man kennt das. Genau. Jetzt wollte ich dich fragen zu deinem Bezug zu Robert Walser. Ich weiß, dass du den hast ganz stark. Oder ich hasse ihn nicht, ich mag ihn. Nein, dass du den Bezug hast, meine ich nicht hassen, sondern dass du einen Bezug hast zu ihm, zu seiner Arbeit. Magst du darüber was erzählen? Oder wie du zu ihm gekommen bist oder was sein Werk für dein Schreiben bedeutet oder für deine Arbeit oder für dein Leben oder... Ja, Anekdote, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Fernsehen erzählt habe, oder dass wir halt in der Bibliothek gerne Walser gelesen haben, die Mikrogramme, die frisch waren, dann so, wenn wir eigentlich was anderes hätten machen sollen, was gelesen haben. Und vorher und nachher schon auch immer, Walser gehört einfach zur Germanistik dazu, es ist Kanon und das ist gut so. Und ich mag, also es gibt einen Charme, also man liest es gerne, es ist nicht eines der Bücher, wo man sich durchkämpft, aber es ist schon so, dass man Zeit braucht, finde ich. Wenn man keine Zeit hat, um es zu genießen, kann es sein, dass es nervt, dieses an der Nase herumführen von Walser. Dieser Charme kann einen überzuckern manchmal vielleicht. Aber wenn man die Zeit mitbringt und dieses und wieder nicht diesen Überdruss hat, so, dann ist es. Dann merkt man, dass dieser Zucker ja immer, es stimmt einfach nicht, dass es Zucker oder dass es überzuckert ist. Das ist eine Strategie, die eine Art des Eindringens ist oder des Einflößens von Gedanken. Ich glaube, ich habe davon schon auch viel gelernt, wie man, also ich habe zum Beispiel, es gibt das Phänomen, ich hole es ein bisschen aus, aber angenommen, man wäre jetzt ein linksradikaler Dichter oder Dichterin und man möchte immer wieder in seinen Werken zu beweisen oder in verschiedenen Kontexten anschaulich machen, wie sehr wir die Logik und die logische volkswirtschaftliche Basis des Kommunismus brauchen, aber Wörter wie Kommunismus und Kapitalismus natürlich sind schon so abgenutzt, dass wenn man das Wort, dieses Schlagwort Kommunismus sagt, ist man schon sofort abgestellt in einer bestimmten Ecke und viele Leute hören dann nicht weiter zu, weil sie denken schon zu wissen, was man dann sagen wird. Deswegen ist es gut, das zu vermeiden. Und zum Beispiel insofern Robert Walser politisch ist, er würde sich wahrscheinlich nicht als kommunistischen Dichter bezeichnen, aber sehr wohl als jemanden, dem die Emanzipation von Individuen irgendwie am Herzen sehr nagt oder sowas vielleicht. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ja so, dass er
es changiert bei ihm vielleicht eine Art Misanthropie mit einer Zuneigung zu Menschen, die beide sehr groß sind. Und das ist ja ein bisschen so eine dialektische Figur. Man ärgert sich so sehr über die Menschen, weil man sie ja eigentlich mögen möchte oder zum Teil mag. Sonst, wenn sie einem egaler wären, würden sie ihn auch nicht so ärgern. Und als Schriftsteller ist er toll, weil er ein guter Beschreiber ist. Und er sieht die ganzen Blödheiten, die die Leute machen. Er sieht die Selbstbeschränkungen, die Art, wie Angestellte zurechtgestutzt werden von ihren Situationen von früh an und von der ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, dass ihn das sehr wohl sehr ärgert. Also insofern ist er definitiv ein politischer Dichter, der das aus Strategie und aus Erfahrung im Umgang mit Menschen niemals deklariert in terms of politische Theorie oder so. Und dass er das sehr sorgfältig auch behält und ein Informationsstratege ist auf eine Art. Und das mit dem Zucker kann man gleich vergessen eigentlich. So, das ist eigentlich das, was passiert und was spannend ist, wo es auch bei jedem Text und in allen Phasen spannend ist, ihn zu lesen, finde ich. Schön. Mir gefällt den Ärger, den du immer wieder erwähnst. Der scheint doch irgendwie wichtig zu sein. Wenn du jetzt einen Bezug herstellen wollen würdest zwischen Robert Walser, Thomas Hirschhorn und deiner eigenen Arbeit oder dein Bezug zu Thomas, hat das auch etwas mit diesem Ärger zu tun oder womit, wie kommt dieser Bezug zustande oder worin besteht er für dich? Also ich kam letzte Woche auf den Begriff Vulgärstrukturalismus und das ist jetzt meine Erklärung für alles, quasi eine neue Theorie, aber nein, also zum Beispiel Thomas Hirschhorn stellt diese Skulptur her, diesen Raum, und es ist eine Skulptur, in der eine gewisse Toleranz herrscht, aber diese Toleranz ist sehr fein getuned und als Bildhauer sozusagen, als Chef von dieser Skulptur, die überhaupt nicht demokratisch ist, sondern autokratisch, also letztens bestimmt Thomas sehr genau, welche Freiheiten er wo organisiert oder welche Räume er schafft und welche nicht. Und dadurch ist es so eine Art Balance, wie einfach die Statik einer herkömmlichen Statue oder Skulptur. Und das ist zum Beispiel das etwas, was ich Vulgärstrukturalismus nennen würde. Also so das Sinn über den Daumen peilen von Verhältnissen, von Kräften, die in eigentlich in sehr komplexen Figuren miteinander interagieren. Wo es schwer ist wahrscheinlich, das jetzt wirklich auseinander zu dividieren und zu beschreiben, aber wo so ein Künstler oder auch wahrscheinlich Manager oder umgekehrt Schriftsteller auch mit ihren Figuren und ihren Texten, mit diesen Entscheidungen, wie viel Zeit man mit welchen Angelegenheiten verbringt oder wie lange man die Sätze macht und so weiter. Das sind so Proportionen, Entscheidungen der Gewichtung und der relativen Verhältnisse, das ist halt ein wesentlicher Bestandteil von Kunst meines Erachtens oder von Ästhetik auch. Und das würdest du auch als vergleichbar sehen zwischen Robert Walsers Schreiben und Thomas Hirschhorns Kunstschaffen sozusagen, dass da, obwohl es eigentlich verschiedene Formen des Kunstschaffens sind, dass sie auf so einer Art Strukturalismus aufgebaut sind. Ja, oder so, um es anders aufzuziehen, in beiden Werken spielen die Menschen oder spielen die Begegnungen mit Menschen eine wichtige Rolle. Auch sozusagen die Beschreibung von Menschen, also auch wenn es bei Thomas irgendwie durch so ein Setting von alles ist interessant oder eine Bühne, wo Leute verschiedene Dinge machen. Aber ich glaube, es geht ihm nicht unbedingt um die Produkte, die die Leute jetzt liefern, sondern um uns alle, die wir in der Skulptur sind und uns so irgendwie zu sehen geben, wie wir Sachen machen auf all diese Blödheiten und Verformtheiten, die wir mitbringen. Also das ist quasi Teil der Bildhauerei da. Und bei Walser ist auch, also vordergründig gibt es diese Menschen, Beschreibungen von Menschen, Begegnungen mit Menschen und so weiter. Und dann gibt es aber bei beiden so eine Art abstrakte Instanz, die unsichtbar bleibt,
Aber es geht nicht als Ziel oder als Zielgefäß für die Kunst oder für diese Arbeit, die gemacht wird. Es geht nicht darum, den Ruhm zu steigern, obwohl man auch daran denken kann. Es geht nicht darum, etwas Schönes zu machen, obwohl man auch daran denken kann, aber eher so als Mittel zum Zweck. Und vielleicht bleibt es sogar eine Art leere Stelle oder Blackbox, worum es jetzt wirklich geht. Aber es machen auch nicht Kunst, um ihre Mutter zu beeindrucken und auch nicht, also es gibt einfach diese Instanz Kunst oder diese Instanz Literatur, die in dem Fall so eine Art Vorstellung ist von Text, wo es unabhängig ist, wie man den Mikrorahmen sieht, ob das jemand liest oder nicht oder wer das liest und ob die Interpretation klappt oder nicht und ob die zu Anerkennung führt oder ob es ein Feedback gibt oder ob man in die Ewigkeit eingeht und eine Büste im Himmel bekommt oder nicht, sondern es geht auf dieser abstrakten Ebene um so eine Art Ehre und dass einem das bedeutet, dass das stimmt. Und da so fast eine Art Artismus oder Unabhängigkeit von anderen Faktoren oder Zwischenmenschlichkeit, dass man zwar diese Spiele begreift, Spielliteratur, Spielkunstbetrieb und darin agiert, aber trotzdem für sich eine komplett unsichtbare und komplett strenge und fast reine abstrakte Idee davon hat, was man machen will, die sich dann erst im Werk sozusagen nach und nach zeigt. Spannend. Das heißt, würdest du auch möglicherweise sagen, dass es gar keine Rolle spielt, welche Kunstform wir eigentlich machen? Also dass, weil natürlich die Kritik vieler Besucher immer ist oder Besucherinnen, dass sie sagen, ja, aber was hat das überhaupt mit Robert Walser zu tun? Er war ja ein Schriftsteller und das ist ja eine Skulptur und das ist ja gar nicht vergleichbar. Diese Art des Kunstmachens sind ja sozusagen Welten, da sind ja Welten dazwischen. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, könnte man sich sogar vorstellen, dass es eben keine Rolle spielt, weil die Idee dahinter eigentlich vielleicht eine ähnliche ist oder diese. Ich meine, keine Rolle und Ähnlichkeit sind vielleicht Begriffe, die genau den Kern der Täuschung treffen. Also es sind nicht ähnlich, es sind andere Felder, aber es gibt sozusagen Entsprechungen, die man finden kann, Echos oder so etwas oder strukturelle Ähnlichkeiten. Und ja, es ist keine Fortsetzung der Arbeit von Walser. Als Text ist es fast sogar noch schwieriger. Es ist einfach eine Beschäftigung mit Walser in einem anderen Medium. Es ist logisch, dass man das nicht vergleichen kann. Aber niemand hat von einem Vergleich geredet. Genau. Es ist eigentlich eine Arbeit, die an Walser oder für Walser oder so gemacht wird, mit Walser. Aber niemand behauptet da eine Ähnlichkeit. Das ist einfach ein Quatsch. Und jetzt hast du schon ein paar Mal das Wort Text verwendet, wo ich das Gefühl hatte zumindest, dass du es möglicherweise auf die Skulptur beziehst. Ist das so? Würdest du sagen, dass... Das wäre ja eine Metapher, war so nicht genau intendiert. Also ich meine, Text meine ich einfach konkret, geschriebene Text. Sachen. Und was du gesagt hast in Bezug auf die Leerstelle, das gefällt mir gut, weil ich das Gefühl habe, dass das auch schon in anderen Gesprächen herausgekommen ist, dass eben diese Leerstelle auch etwas Produktives hat, weil sie nicht sozusagen mit vorgegebenen Zielen gefüllt werden muss, sondern dass man sozusagen diese auch sein lassen kann. Aber sie bietet eben verschiedenen Leuten auch den Raum, etwas einfach zu produzieren oder etwas zu machen in dieser Leerstelle. Die Frage ist natürlich dann immer, gerade jetzt an Thomas Hirschhorn, glaube ich, wird häufig gestellt die Frage, ja, welche Wirkung hat denn dieses Raumeinnehmen im öffentlichen Raum dieser Kunst? Also muss das eine bestimmte Wirkung haben oder welche ist die intendierte Wirkung? Aber was du jetzt gesagt hast über den leeren Raum, das gefällt mir eigentlich gut, weil das ist dann die Frage, was ist die Wirkung von dieser Art der Skulptur oder dieser Art der Kunst oder dieses Raumeinnehmen oder muss es überhaupt eine Wirkung haben und welche könnte das sein? Also ich finde, es sind zwei Leerstellen. Also muss man unterscheiden. Es gibt die eine Leerstelle, die ich vorher gemeint habe, vielleicht einfach nur nicht ausgesprochen, was jetzt Thomas Hirschhorns oder Robert Walsers Vorstellung oder Begriff von Kunst oder von dem Ziel, was sie eigentlich da machen, ist. Das muss niemand aussprechen, aber ich mag nicht jetzt im Allgemeinen behaupten, dass das könne nicht ausgesprochen werden oder das müsse immer unklar bleiben oder so etwas. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt aber gerade auch eine Klarheit, die eventuell
auf falsche Fährten gerät, wenn man es ungeschickt formuliert. Deswegen vielleicht eine Hemmung, das vorschnell zu formulieren, auch zu formulieren und zu lesen zu geben, dass es dann Missverständnisse erzeugen könnte, eventuell, wenn man das nicht extrem absichert oder so. Also deswegen kann es eine Strategie sein, diese Leerstelle zu lassen. Das andere aber sind die Räume, die Freiräume sind für Menschen, die bestimmte Dinge machen, die genau ausgesucht sind zum Teil nicht so genau. Aber das ist der Raum, der sozusagen gegeben wird. Und dann kann es natürlich sein, dass die freigelassene Poetik, wenn ich sie so nennen darf, dieser ersten Freistelle, dass die zu produktiven Missverständnissen oder Benefit of the Doubt führt. Also dass, wenn es ausgesprochen wird, wird das sozusagen Punkt der Diskussion, dann wird es bewertet, wird Einverständnis ausgedrückt oder Nicht-Einverständnis. Und eigentlich, glaube ich, sollte das Abstand halten. Also Thomas, glaube ich, möchte nicht in Schubladen, also wir wollen das alle nicht, in Schubladen gesteckt werden und weder von den falschen Leuten vereinnahmt oder zu sich in die Gruppe einbezogen werden. Du machst ja das Gleiche wie wir unter dem Stern eines Missverständnisses und genauso wenig sozusagen natürlich abgelehnt werden aufgrund von Klischees. Also, und um das beides zu vermeiden, ist es strategisch gut, diese Theorie offen zu lassen und zu zeigen, was man macht als Praxis, glaube ich. Trotzdem werden natürlich diese Projektionen herangetragen oder man meint zu wissen, was das ist und warum. Ist es eine Provokation oder es sei ein Sozialprojekt oder eine soziale Plastik oder dies und jenes. Und ja, Thomas neigt, glaube ich, ein bisschen dazu, das abzuwehren, diese Zuschreibungen, um vielleicht auch das sein zu lassen, was es ist, was vielleicht auch, vielleicht ist seine Theorie noch nicht fertig oder vielleicht ist das einfach eine Art Schutzraum, der produktiv ist. Oder vielleicht bezieht es sich auch darauf, was du vorhin gesagt hast, wenn man dann das Wort Kommunismus verwendet in einem bestimmten Kontext, ist es so, wie wenn man soziale Plastik verwendet in einem anderen Kontext, dann ist es einfach schon abgeschlossen sozusagen, dann ist man schon in einer Schublade. Wenn man die dann vermeiden will, dann kann man eigentlich nur versuchen, die Worte nicht zu verwenden oder sie zu, oder? Ja. Da finde ich es gut auch, dass es dann mehrere Leute gibt im Spiel, wenn da, dass zum Beispiel Thomas all diese Bezeichnungen verweigern kann und seine sehr präzise dogmatische Art benutzen kann, um die Sprache zu wählen. Und dann aber jemand wie Kathleen kommen kann und das sehr wohl in Kontexte bringen, die auch irgendwas für sich haben. Also es stimmt ja nie, dass man komplett solitär ist und etwas komplett Neues macht. Man steht in Traditionen und das ist nichts Schlechtes. Und so gibt es diese beiden Beschreibungen von verschiedenen Seiten, die insgesamt ja, so helfen oder so einen Raum oder so eine Spannung, mag ich nicht das Wort, aber so eine Orientierung geben, an der man aber noch Zweifel hat, vielleicht, was produktiv ist. Und in diesem Zusammenhang kommt mir eben immer wieder in den Sinn, schon Begriffe, die Thomas häufig verwendet oder immer wieder verwendet hat, auch in Interviews oder in Gesprächen oder in Texten, wo er sich auseinandersetzt mit dem Thema des Erfolgs und des Misserfolgs. Und ich habe mich immer gewundert, weil gerade mit der Einstellung, die wir jetzt gerade besprochen haben, könnte man sich ja fragen, ob das überhaupt Begriffe sind, die überhaupt irgendwas bedeuten, wenn man diese Leerstellen oder diese Räume öffnet und dann einfach sagt, man macht einfach mal. Und andererseits sehe ich sehr wohl, dass er auch gerade in Bezug auf dieses Sprachspiel mit dem L'échec, mit dem Spiel im Französischen, dass es ihn eben sehr wohl beschäftigt. Und ich frage mich, was meint er eigentlich damit? Oder kannst du etwas damit anfangen, mit diesem, was bedeutet das Scheitern für dich? Oder hat das überhaupt irgendeinen Bezug für dich? Oder der Erfolg oder der Misserfolg? Und wie erlebst du das jetzt im Zusammenhang mit der Skulptur auf eine ganz neue Art oder eine andere Art vielleicht? Ich glaube, dass es gibt so eine Art, also es schaut eigentlich aus wie ein Widerspruch, dass einerseits ich habe kurz einen Vortrag über Échec gehalten für einige wichtige, für mich wichtige Punkte dabei. Und eines ist, dass es sehr wichtig ist in der Kunst, also in der Eigentheorie oder so, Fehler sein zu lassen und nicht in die Falle zu verfallen, zu sagen, ja, der Fehler ist eigentlich doch was Gutes, weil man lernt ja was daraus und so weiter. Es ist nicht eigentlich was Gutes. Man möchte lieber, dass es funktioniert. Und der Fehler ist ein Fehler. Und diese Klarheit ermöglicht erst, dass man daraus lernt und dass man Dings.
Und dann gibt es aber die andere Ebene, weil das eine Skulptur ist, die, also das, also weil halt alles, was darin passiert, sozusagen Teil dieser Skulptur ist, dann ist das, man könnte vielleicht metaphorisch scherzen, das ist die subtraktive Methode oder so, die, das, es wird etwas weggenommen, es fällt etwas zusammen, es fällt runter, es wird kaputt, es funktioniert nicht. Und diese Eschecks sind sozusagen auch Teil der Ästhetik oder des Bildes, das da entsteht, oder der Kunst. Und es gehört dazu natürlich, dass man sozusagen versucht, das zu vermeiden und versucht, so zu machen, dass alles funktioniert. Aber in der Mechanik, in der internen, in dem Arbeiten des Holzes sozusagen, der zwischenmenschlichen Fühler oder sowas, dann gibt es diese Krache und geht was kaputt, das Material zerfällt, aus dem der soziale Zusammenhalt besteht und so, und das ist ein, was, sowas wie an seinem Kiefers Dinge haaren und verfaulen innerhalb des Zellophans oder so. Also in so gesehen ist es ein Teil, also so verstehe ich das, dass es einfach ein Teil ist, wo man sieht, wie so etwas funktioniert und nicht funktioniert. Also das heißt, das Scheitern und der Misserfolg sind nicht etwas, was nach außen gerichtet ist oder von außen beurteilt werden kann, sondern es ist eben einfach immer schon Teil dessen, was man tut. Und dort ist es dann eben so, dass dann sozusagen das Scheitern oder die Fehler, die man macht, sind zwar nichts Positives, man bekommt sie mit als ein notwendiger Bestandteil dessen, was man dann daraus macht oder was man dann weiterhin macht. Oder ja, also die Skulptur, ja. die hat die zeitliche Ausdehnung bis 8. September und alles, was darin passiert, passiert. Und erst, glaube ich, nachher kann man jetzt dann anfangen zu urteilen endgültig, was das jetzt, außer man ist sich schon sicher natürlich. Und bis dahin aber bleibt es gewissermaßen spannend. Aber könntest du dir vorstellen, dass es so das gäbe nach dem 8. September wie ein Scheitern im Rückblick? Also ist ich das überhaupt würde das möglich, jetzt als die Art von experimentelle Kunst ansehen, die, also wo man vielleicht nach 20 Jahren kann man sagen, jetzt hat er so 5 verschiedene, und dann sagt man aber, also aber wie bei einem Erlebnis, ach, das war die größte, also das war so eine Katastrophe, da es war zu groß oder es war doch zu viele Probleme oder aber es ist trotzdem, die Skulptur ist die Skulptur und die ganze Schönheit und das Drama, das ist die Substanz, glaube ich, und die Schwierigkeit macht es vielleicht sogar noch zu einer besseren Skulptur als eine, die klappt. Also, kann man aber, glaube ich, erst im Nachhinein beurteilen. Also wenn man dann auch so eine Art vielleicht sogar nostalgischen oder irgendwie so zusammenfassenden Rückblick auf diese Zeit als fast schon historisch dann hat, auf das 2019, was war das für ein Jahr in Biel? Ich finde das noch recht spannend, weil es ja so eine Art, also das ist der lange Zeitraum, in dem die Skulptur stattfindet, der macht ja etwas, glaube ich, mit uns, die sozusagen da drin leben in dieser ganzen Zeit. Und weil es eben nicht morgen vorbei ist, kann man sozusagen sich nicht auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten, schon fast vielleicht strategisch, sondern es ist morgen noch da und übermorgen und übermorgen und so weiter, und man muss dann irgendwie immer noch funktionieren können auf eine gewisse Art und Weise. Was ich aber auch so empfinde, ist, dass eben gerade diese Zeitspanne auf eine gewisse Art eine immer wieder prekäre Situationen entstehen lässt, weil sie eben nicht zeitlich begrenzt sind, also weil sie eben nicht, weil man eben nicht sagen kann, ja, es ist jetzt schon okay, weil wir überleben das noch, weil morgen ist es ja vorbei. Ja. Und ich erlebe das eben so, dass man verschiedene Situationen hier erlebt, weil sie eben nicht vorbeigehen und weil man, und dann fühlt man sich, glaube ich, gezwungen auf eine ganz andere Art und Weise an diese Situationen heranzugehen. Wie erlebst du das? Also ist das auch etwas, das du spürst, oder wie gehst du damit um? Oder hat das was Produktives, oder ja, was verändert das? Es ist schon, es ist dieser lange Zeitraum, auch wenn ich nur die halbe Zeit da bin, dann, ja, wenn man jetzt nur kurze Tage, ich habe ja immer Lesungen, und dann lerne ich ständig Leute kennen, wo ich weiß, ich werde die vielleicht irgendwann wiedersehen und nicht wiedererkennen. Aber
hier ist auf jeden Fall die Zeitspanne so lang, dass man echte Freundschaften entwickelt und Abneigungen auch. Oder? Und ja, so wie du sagst, es ist nicht so eine gute Idee, vielleicht zu sagen, ist alles egal, ich bin eh morgen wieder weg, sondern wenn du Probleme hast mit jemandem, muss man es doch irgendwie lösen oder und vielleicht strukturell lösen, als echt viele Leute, die sehr unterschiedlich sind, auf engem Raum ist. Und da lerne ich schon viel. Ja. Ich finde eben auch, dass diese Art, dass sie sich auseinandersetzen müssen mit Situationen, in die man vielleicht im eigenen Büro, eben sozusagen in dem Einzelbüro nicht erlebt, die produziert ja auch eine gewisse Stimmung, die man dann entweder mitproduziert, und das finde ich noch interessant, und das ist ja auch so eine Art eigene Verantwortung, dass man sagen kann, ja, die Stimmung ist jetzt so und so, aber ich kann ja auch einen Teil daran ausmachen, sozusagen. Also diese spezielle Rolle, die man dann vielleicht eben im Großraumbüro sehr wohl mehr hat als im Einzelbüro. Was ich noch interessant finde, ist, dass ja dann, wenn man sich selber mitverantwortlich fühlt für die Stimmung oder für das, was passiert in der Skulptur, dass das ja auch zum Beispiel möglicherweise etwas zum Beispiel entweder Politisches haben kann oder gesellschaftskritisches oder Widerständiges, dass man sagt, wenn ich diese Rolle einnehme, dann könnte ich die auch sozusagen nutzen, um widerständig zu sein. Widerständig jetzt nicht unbedingt gegen die Politik oder gegen die Alltagsgesellschaft, vielleicht schon, aber vielleicht auch widerständig gegenüber den Personen, die hier anwesend sind oder den Strukturen, die hier anwesend sind oder und so weiter. Wie erlebst du das? Hast du selber auch so Gefühle des Widerstands? Und woher rühren die bei dir, oder wenn sie denn da sind? Also ich meine, schon diese Behinderung bei der Arbeit durch die Extrovertiertheit anderer ist eine Riesenbehinderung. Und zum Beispiel in Reaktion darauf habe ich dann begonnen, diese Adorno-Vorlesung laut vorzulesen ins Mikrofon, um das, was ich, es gibt einfach nicht die Ruhe, dass ich hier diesen Text lesen kann, den ich mir vorgenommen habe, und so, fuck you, ich lese es jetzt laut ins Mikro und jetzt könnt ihr auch mal mitbekommen, was mich so beschäftigt. Und das ist eine Mischung aus, es ist nicht Rache, aber es ist so ein Experiment, weil es ja echt ein Text ist, wo ein bisschen in Frage steht, weil das so lange die Heidegger auseinandernimmt und immer wieder das wiederholt, ist das echt, strapaziert es die Geduld, und ich glaube, ich hätte das niemals fertig gelesen alleine. Und dadurch, dass es dann zum Ritual wird, kriegt es einfach eine merkwürdige Plastizität, auch in der Dauer und so. Also war ein schönes Experiment, das daraus gekommen ist, dass ich merkte, ich muss sozusagen einen Druck ausüben nach außen, damit nicht alles sozusagen über mich hereinbricht und ich flüchten muss. Und vielleicht ist es ganz interessant, weil dann vielleicht so privilegierte, studierte Leute wie du und ich, sage ich jetzt mal frech, uns manchmal so als Norm begreifen, und alle anderen sind so unterprivilegiert, und dann müsste ihnen helfen, dass sie auch studieren können und dann auch Adorno lesen können und so. Wobei natürlich klar ist, dass das viele nicht wollen und dass das eine Art von Leben ist, die nicht ohne unfreiwillige Komik, Armut, Sinnesarmut ist. Und wenn man dann sitzt in so einer Art Karikatur von Büro und eine Art von, manchmal sind diese philosophischen Vorträge mit den Publikumsreaktionen, so wie vorgestern, als die Kubanerin reingekommen ist und sie wusste ganz genau bei jedem Schritt, den sie tut, dass auf der Kippe steht, wie so ein wippender Brutalo, dass jeder in dem Raum weiß, dass sie die Situation kippen lassen kann oder nicht, je nachdem, wie viel sie... Also sie hat da viel gesungen manchmal, hatte eine dicke Sonnenbrille an, also sie war und ein bisschen psychotisch, auf der Skulptur. Und die kam halt immer wieder rein und pflanzte sich so hin und machte so ein Geräusch. Und er hat manchmal eigentlich so angedeutet, dass sie sehr gewalttätig werden kann, wenn sie möchte. Hat aber eigentlich nichts gemacht. Sie ist wieder rausgegangen, wieder rein. Aber durch diese starke Präsenz war das einfach vollkommen unmöglich, da einfach weiter dem Vortrag zu lauschen. Was witzig ist, weil es echt viele verschiedene Leute gibt, die immer wieder intervenieren oder einfach laut sind oder sowas. Und dann kann man eigentlich eine ganze Palette oder Botanisiertrommel von Störungsmethoden könnte man zusammenstellen.
Und dann, ja, es ist gar nicht mehr möglich, das nur als Störung zu begreifen, weil das Ganze dann zu einer Komödie wird. Markus Steinweg ist ja wie die Karikatur einer philosophischen Vortrags, den kein Mensch versteht. Und dann gibt es die Leute, die das richtig provoziert. Also ich unterrichte Quantenphysik und ich verstehe das nicht, was soll das? Und dann sitzt in erster Reihe der sich so irgendwie aus Henna so fake Haare gemacht hat. Und dann die ganze Gesellschaft, wir sind alle solche Karikaturen da, jeder aus verschiedenen Gründen. Und dann sitzt man so da und das ist nur, es ist exquisit. Ich finde es recht interessant, weil du einerseits eben sprichst davon, dass diese Störung wichtig ist, aber es ist eben sozusagen die Störung nicht allein nur Störung, sondern sie hat eben sogar etwas Widerständiges, möglicherweise. Aber widerständig? Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Vokabel, weil es macht für mich Sinn in dem Kontext, wo du, ja gut, vielleicht hast du aber recht, dass es Widerstand ist gegen eine imaginäre Mehrheit und fixe Gesellschaft. Aber in dem Moment, wo sie es da ist... Keine gezielte Widerständigkeit. Ist sie eigentlich am Agieren? Ist sie eher so am Aktivsein, finde ich. Also für mich ist Widerstand zu passiv. Das ist so eine Art von Aktivismus, viel mehr als... Ich würde nicht Ismus sagen, ich würde einfach sagen, sie ist aktiv mit ihrer Präsenz, sie kommt da rein, sie macht etwas. Und ich glaube nicht, dass sie damit wirklich eine Ideologie hinter sich hat oder so. Also vielleicht provoziert sie, aber sie muss es überhaupt nicht entscheiden, ob sie damit jetzt Liebe oder Aufmerksamkeit möchte oder einfach ihre Art zu sein zu stark für diesen Raum ist, ohne dass sie da besondere Absichten verfolgt und so. Also für mich sind diese Vokabel zu ideologisch aufgeladen, jetzt Widerstand und Aktionismus und so. Das gibt Leute, die das machen, aber sie interveniert auf jeden Fall und auch bewusst, aber sie war jetzt nicht, sie hatte jetzt, glaube ich, keine politische Agenda dabei. Und inwiefern glaubst du, dass für diese Art der Situation, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ich recht stark finde und die, ja, glaube ich, immer wieder in ähnlicher Form passiert, inwiefern ist die Voraussetzung dafür sehr wohl, dass es so Leute gibt, wie du ihn nennst, die Karikatur des Philosophen, das von Markus Steinweg, oder andere Figuren, die eben eine Art des Denkens oder der Wissenschaft oder des Wissens oder der sogenannten Intelligenz oder der Philosophie eben in den Raum stellen, auch als mit einer möglichen, also dass sie möglicherweise wahrgenommen werden als elitär und so weiter. Ist das Voraussetzung für diese Art der Situationen? Also ist dieser Widerspruch, den du auch jetzt erklärt hast mit Adorno, dass du ihn jetzt eben hier nicht in Ruhe lesen kannst, dass du ihn dann eben laut vorlesen musst, dass das eigentlich auch eine Art Bedingung ist, damit gewisse Situationen zustande kommen können, dass du eben Adorno vorliest? Oder könnte das einfach alles stattfinden ohne irgendwelche, also wenn einfach irgendwer da vorne steht und irgendeinen lustigen Witz erzählt, würden dann ähnliche Situationen entstehen, oder? Andere. Ja. Also vielleicht nehme ich diese Beispiele, wo ein Typus sehr leicht bezeichnbar ist, weil es leichter zu beschreiben ist, weil jeder ja irgendwie wahrscheinlich von ein paar verschiedenen Dingen ein Exemplar ist oder eine, ich glaube nicht so sehr an die Individualität, sondern dass man so navigiert zwischen allen möglichen Bildern und es gibt eine große Vielfalt, wo man dann sich da was zusammenbastelt. Also wenn man sich die Leute auf der Straße so anschaut, dann sind wir alle ein bisschen prekuliert, je nachdem, wie sehr man das nach außen ausdrückt oder ob man jetzt ein Bild wählt, wo man dann das meiste für sich behält, was einen an verschiedenen Sachen interessiert und einfach einem klassischen oder nicht klassischen Bild entspricht, also sich Hippie oder seriös oder besonders so, ich werde ja auch dann eine ältere Frau oder sowas, dann gibt es so Schwierigkeiten, also das, was ich bin und was ich mache, passt denn überhaupt nicht in keinster Weise in irgendeine dieser Bilder, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt, ich bin aber schon längst gewohnt, aber schon als Mädchen war das auch schon auf eine andere Weise ein Problem, dass das, was mich interessiert und was ich mache, eine totale Diskrepanz hat zwischen den Bildern, die ich bedienen könnte. Und jede findet da eine andere Lösung. Aber bei mir führt das dazu, dass ich jeden Tag ein bisschen anders daran gehe vielleicht, obwohl das schon wiederkehrt. Ich habe jetzt nicht so viele Kostüme, aber es ist zum Beispiel, da ist was anderes, wenn ich so als Flitzpiepe, wie mein Ex-Freund manchmal sagt, so Flitzpiepe,
Blitzpiepe. So kecke junge Pippi Langstrumpf oder so, komme ich daher und lese Adorno. Und wenn ich könnte mich aber auch so verkleiden, so immer mit Hemd und irgendwie diesen Typus von einer seriösen Uni-Person bedienen. Ich finde es interessant, dass man da ein bisschen unter Druck ist, das zu tun an der Uni oder so irgendwie so eine Art von Seriosität auszudrücken und sich wenige dem widersetzen, habe ich das Gefühl, auch sogar in der Stimme, dass man die Stimme so sanft macht und diese Ruhe ausstrahlt, mit der man wilde Studenten besänftigen muss, Studentinnen und diese ganzen Kostüme, das ist ja so eine Art von Commedia dell'arte oder so, diese typologische Komödie, die man gezwungen ist mitzuspielen, auch wenn man natürlich auch signalisieren kann, dass ich gar nichts davon irgendwas mit mir zu tun hat. Ich mache Bodypainting oder so, keine Ahnung. Aber irgendwie sind, glaube ich, also die, wenn ich Karikaturen sage, dann ist es vielleicht bei manchen Leuten eindeutiger oder könnte man es. Aber ich bin eine zusammengesetzte Karikatur von einem, ja, es ist diese Art von Krebsen, die ihre Schale zusammenbasteln aus gefundenen Sachen oder sowas. Und ist diese Art des Verkleidens oder sich Kostüme aneignen, würdest du die hier als anders beschreiben als eben auf der Uni? Also was ist jetzt sozusagen hier der Unterschied? Also oder brauchst du dich hier nicht zu verkleiden? Also brauchst du hier keine... Ich bin immer verkleidet. Also wenn ich nackt bin ich noch verkleidet. Aber ich finde es hier interessant, weil es ein sehr offener Space ist auf eine Art, mit relativ klaren Zielen für mich, die kann ich mir gut ausdenken. Das heißt, für mich ideal, ich bin orientiert und habe eine gewisse Aktionsfreiheit und auch inwiefern ich mich einmische oder Projekte angehe oder nicht. Und dafür die richtige Mode zu finden, ist dann noch die nächste Frage. Und ich habe mich auch am Anfang so beschäftigt, es ist heiß, gleichzeitig pickig. Ja. Es ist irgendwie, am Anfang habe ich versucht, irgendwie so ein bisschen mit Theater anzugehen, Schriftstellerin zu mimen. Und wenn ich jetzt richtig ernst mit Laptop, mit beschriftetem Laptop, wo mein Name und mein Beruf draufstehen, in einer Ecke sitze und extrem böse schaue, vielleicht stört mich dann niemand. Was so nicht klappt, das wurde fast eher als eine Einladung verstanden. Und nach und nach habe ich dann begonnen, mich sozusagen zu entfalten und die nie realisierte Hausbesetzerseite von mir zu aktivieren und mich da so, und da klassische Anfängerfehler auch zu machen, sich zu sehr zu begeistern für irgendwas und dann so ganz in einem lächerlichen Maße sich wegen irgendeiner Kleinigkeit von einem Ende zum anderen der Skulptur zu rennen oder keine Ahnung. Solche Sachen sind mir da auch passiert. Also dann versuche ich in Erinnerung an die Würde einer Schriftstellerin dann diese übertriebene Engagementmomente ein bisschen zu beruhigen. Auch so, und da gibt es gute Vorbilder, also Leute, die das schon länger machen, die haben einfach ein bisschen eine gelassenere Begeisterungsfähigkeit vielleicht. Also, keine Ahnung. Und ich finde es interessant, dass sich da die Energien ganz gut treffen, aber manchmal, also dann braucht es ja auch die Naivlinge, die dann extrem viel Energie in irgendeinen Schaß reinbuttern und dann gibt es aber dann doch so ein komisches Ding nachher. Ich glaube, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also das Gefühl, dass mit einer zum Teil extremen Ernsthaftigkeit oder einem ganz bestimmten Einsatz eben etwas gemacht wird und es gleichzeitig aber trotzdem sozusagen auch humoristisch sein kann oder es darf auch ins Lächerliche gezogen werden und es kann eigentlich beides gleichzeitig stattfinden. Ne? Also es erinnert mich auch ein bisschen an Walsers Schreiben, zum Teil macht er das ja auch, dass er mit einer enormen Ernsthaftigkeit eigentlich einen Witz macht und etwas komplett verarscht. Also, und das ja, aber ganz, so ganz ernst meint. Karl Valentin trägt das Holz zusammen für einen Witz, so ungefähr, so eine Prosa. Schön, also insofern habe ich jetzt gerade, glaube ich, in dem Gespräch entdeckt, noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Robert Walsers Schreiben und dem Erlebnis hier. Das ist cool. Heimwerken. Das ist cool. Ja, Heimwerken vielleicht. Da hat dieser Mensch, der unten hingekritzelt hat, Thomas Hornbach. Thomas Hornbach, so heißt doch zu der Firma von Hornbach, genau. Ja.
Ja. Fand ich nicht komplett unwitzig, aber... genau, das ist eine Art Bauhaus, also... Stimmt, es ist ja auch der andere Witz, dass diese Firma Bauhaus heißt, also das ist aus dem Bauhaus geworden. Ja, ganz genau. Umgekehrt, aber das kann aus dem Hornbach auch werden. Also Leute machen Sachen. Genau. Schon. Cool. Und also jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei Fragen. Und zwar habe ich festgestellt, also während meinen Interviews bisher, mich hat immer interessiert diese Frage des Wahnsinns, aber immer wenn ich diesen Begriff verwende, dann habe ich gemerkt, dass die Leute immer gleich sofort finden, ja, was jetzt, also mit Wahnsinn kann ich nichts anfangen und das ist ja so ein Überbegriff und der heißt ja eigentlich gar nichts oder Leute, die versucht haben, sofort Robert Walser zu verteidigen, dass er eigentlich war er ja gar nicht wahnsinnig, obwohl er eben in der psychiatrischen Klinik gelebt hat und so weiter. Und ich stelle aber trotzdem immer die Frage immer wieder, weil für mich ist der Wahnsinn eben nicht ein abgedroschener Begriff, sondern es ist für mich eigentlich ein Arbeitsbegriff, den ich mir selber immer wieder versuche zu Herzen zu führen, weil ich mich manchmal auch ganz gerne darin sehe, in dem Wahnsinn, nämlich darin, dass manchmal bei mir einfach irgendwas passiert und ich es nicht benennen kann und ich dann das Gefühl habe, es ist eigentlich recht gut, also es stimmt irgendwie. Und deshalb ist es ganz sicher kein negativer Begriff für mich und ich erlebe hier manchmal auch Situationen, die mich dazu bringen, irgendwie das so etwas als Wahnsinn zu bezeichnen. Mhm. Wie siehst du das? Also kannst du mit dem Begriff etwas anfangen? Ist das etwas, oder hast du eine bestimmte Deutung davon? Hat das etwas zu tun für dich mit Robert Walser, mit Thomas Hirschhorn, mit deinem eigenen Arbeiten? Ich finde es interessant, dass du das Wort Wahnsinn wählst, weil das eben vor der kompletten Klinisierung ist, wo man dann sozusagen medizinisch differenziert hat, ob zum Guten oder zum Schlechten. Also ob das immer produktiv ist, weiß ich nicht, aber es gibt, wird dann sozusagen immer die Möglichkeit der größeren Korrektheit in den Raum gestellt. Und Wahnsinn, genau die Gemeinsamkeit oder mögliche Gemeinsamkeit betont, dass auch du und ich Momente des Wahnsinns erleben. Und der Wahn, der drin steckt, ist ja auch oft also eher die produktive Seite, so mehr verwandt mit der Manie, als es gibt ja auch Irrsinn und Blödsinn und Stumpfsinn und so weiter, als vulgär psychologische Kategorien für verschiedene Geistesdynamiken, sage ich mal so. Also ich glaube, es gibt darin auch mehrere Komponenten. Also das eine ist, dass etwas außer Kontrolle gerät im eigenen Denken oder Agieren. Und das ist, glaube ich, relativ solide auch damit verbunden mit dem, was man jetzt geistige Krankheit oder geistige Probleme, wie sagt man eigentlich richtig jetzt, mentale Probleme. Das fällt mir gerade nicht richtig gut ein. Fällt mir jetzt auf Deutsch auch nicht gerade ein. Peinlich. Aber na jedenfalls, wenn das so außer Kontrolle gerät, Beeinträchtigung. Also eigentlich einerseits muss man sagen, es gerät ja ständig außer Kontrolle. Diese Kontrolle ist eine Illusion und wir sind angehalten, uns immer unter Kontrolle zu halten, um den Mitmenschen nicht auf die Nerven zu gehen. Aber gerade die sehr viel kontrollieren, gehen mitunter auch sehr auf die Nerven. Das muss man schon, so einfach ist es halt leider nicht mit dem ordentlichen Leben und unordentlichen. Und das gemeinsame Spinnen, dass es sich koordiniert durch Musikfestivals, durch Nazi-Aufmärsche, durch solche kollektiven Veranstaltungen, sie gehören ja voll zur Mainstream-Kultur dazu. Man darf es nur nicht zu eigenständig dabei sein und gegen den Strom rennen. Das heißt, also wenn wie oft so quasi gemessen wird, die Problematik daran, ob das dem Individuum selbst zum Problem wird, dann hat das immer eine ökonomische Komponente auch. Also es können Leute mit selbstständigem Einkommen dann spinnen, wie sie wollen. Solange sie niemanden behelligen, lässt man sie in Ruhe. Und wenn es aber ein Einkommensproblem gibt, dass man sie nicht mehr anstellen kann oder sie sich nicht ausreichend motiviert zeigen, sich in das System einzugliedern, dann wird viel eher das problematisch gesehen. Und irgendwie dieses Problem als zu lösendes
angegangen. Beweise, ich glaube, das Schreiben an sich ist ja eine Art von Warnsystem vielleicht. Also es ist schon irre, diese Idee, dass man alles in, auf diese Ebene von, ist das Objektivität oder ist es einfach Schrift, was immer Schrift ist, aber Schrift. Es ist nicht du, es ist nicht ich, es ist nicht ein Brief, es ist ein Text. Und diese, vielleicht diese Sehnsucht nach einem neutralen Substrat oder so, oder die Entdeckung, die großartige Entdeckung, dass es das gibt und dass man aber auch über dieses Medium wie über das Internet mit fremden Leuten in Kontakt treten kann, die schon seit 200 Jahren tot sind oder seit 1000 Jahren. Das ist so eine super Welt und das ist natürlich eine Art Illusions- oder it runs on a system of language. Und das alles, es funktioniert, aber es kann dazu führen, dass man sich zu wenig darum kümmert, in dieser Welt zu funktionieren, das zu wenig wichtig nimmt, sein Wertesystem dann nicht anpasst und dann quasi in die Klinik muss. Aber ich glaube, es war klar, oder? Ja. Ja, es ist schön, wie du es erzählst. Und wie könntest du das, ist das anwendbar auf die Skulptur jetzt oder auf die Arbeit von Thomas Hirschhorn oder auf das Erlebnis hier oder gewissen Situationen, die hier entstehen können? Ich glaube, dass Thomas durchaus bewusst eine Art von Gestik manchmal hat, zum Beispiel das Politik so, dass den Wahn sozusagen prinzipiell begrüßt und bejaht. Also sagt, ja, diese Mischung aus Lust und Zwang, sozusagen sich irgendwas total viel zu machen oder diese Alukugeln oder sowas, das wird immer wieder so gefeiert in kleinen Ecken oder großen Ecken. Das finde ich cool. Also es ist ein wichtiger Bestandteil der Kunst. Ja. Und das aber auch nicht absolut zu setzen als neues Wertesystem, das nur das Alte ablösen soll in einer Negativität, das ist auch sehr klug, finde ich. Es ist da und es ist ein Teil des Lebens und wir benutzen es, wir sitzen drauf. Wir reparieren Sachen damit. Es ist also dieses Energie, ja, Qualität, nein, hat etwas damit zu tun, dass es etwas, eine Force of Life irgendwie ist. Diese Verrücktheit, die ja auch das Fundament des Lebens ist, die Verrücktheit des Beischlafs und dass man irgendwelche Kinder aufzieht, das ist komplett verrückt, ökonomisch gesehen und von allem her gesehen, was man machen kann. Und irgendwie machen das die Leute und sind dann total befangen in dieser internen Logik und dieser Vorliebe für die eigenen Nachkommen gegenüber allen anderen, was komplett irrational ist. Also das ist eigentlich halt mit das Fundament, auf dem wir wohnen. Schön, gefällt mir gut. Jetzt eigentlich zum Abschluss wollte ich dich noch fragen, was du jetzt, also du wirst jetzt dann bald die Skulptur verlassen sozusagen, warst aber jetzt sehr lange hier und bist schon eigentlich fast ein bisschen Teil der Struktur geworden, glaube ich. Kannst du trotzdem sagen, was du jetzt davon mitnehmen möchtest? Oder was dir bleibt oder hast du dir ursprünglich irgendetwas erwartet, was du jetzt das Gefühl hast, hat sich erfüllt oder gar nicht erfüllt oder was hat es mit dir gemacht, diese Wochen hier auf der Skulptur? So wie immer bin ich eigentlich ohne Erwartungen da reingegangen. Ich habe mir zwar theoretisch gedacht, ich könnte spazieren gehen, aber mehr jetzt auch wieder nicht. Und das, was ich erlebt habe, also ich glaube, wesentlich für mich jetzt in meiner Arbeit ist wirklich das Erlebnis, dass meine Arbeit in diesem Kontext zu probieren und ich probiere auch immer neue Arten von Textschreiben für verschiedene Leute sogar auch. Normalerweise bin ich sehr allergisch gegen dieses Maßschneidern gegenüber einem vermuteten Zuhörer oder so etwas. Dadurch, dass ich hier Leute tatsächlich kenne und dann sagen die Frankophonen mal, jetzt kannst du mal auf Französisch erklären, was du da die ganze Zeit, was dich beschäftigt, warum schreibst du diese Texte, warum geht's da? Und mir ist es eigentlich, also theoretisch, sehr wichtig, dass es geht. Ich kann nicht alles zusammenfassen, sonst wäre der Text nicht notwendig, aber ich kann schon in ein paar Sätzen Andeutungen geben, die brauchbar sind, um zu verstehen, was mich da antreibt und so. Und ich glaube, dass ich das auch in einer Art Objektivität geben kann, die nicht unbedingt die These hat, dass das immer von hoher Qualität ist, und so, sondern
aus diesem Subjektivismus heraus, das sind die Dinge, die mich quälen, das ist das, was mich dazu treibt, diese Texte in ihrer obsessiven Pseudogenauigkeit, also Halbgenauigkeit, Halbverdrehung, also strategische Verdrehung der Narrative. Irgendwas treibt mich dabei an. Das sind ein paar Dinge, die ich benennen kann. Das kann man nachvollziehen. Und da kann man so ungefähr auch ohne Übersetzung meiner eigentlichen Texte ein bisschen verstehen, was da läuft. Und dass das geht, ist eine sehr, fühlt sich eigentlich sehr gesund an. Weil es gab immer diese Differenz zwischen Theorie und Praxis bei mir, auch in den Texten, diese Textschreiberei und die Hoffnung und der Glauben daran, dass da sehr wohl auch Kommunikation passiert und andererseits aber eben, dass da ja ständig auch Missverständnisse sind. Manchmal kommt diese Paranoia hoch, dass alle irgendwas aufschnappen und mit ihren eigenen Agenten verbinden oder so. Diese Art des Arbeitens, also diese neue Verbindung zwischen Praxis und Theorie oder Schreiben, die hat sich jetzt für dich hier entwickelt eigentlich, oder habe ich das ja, richtig verstanden? Ja, es hat mich beruhigt. Mhm. Also diese Praxis hat mich also wirklich so wie Regen auf Styropor beruhigt, diese Mischung aus Zweifel und übertriebener Purismus oder so. Und da, durch die Praxis sieht man einfach, ja, das funktioniert, das ist schwierig, da muss man mehr, es ist Erfahrung und die Erfahrung ist vielleicht genau, was ich in dem Moment gebraucht habe auf eine Art. Also bin ich dafür sehr dankbar, für den quasi geschützten Space, um diese Erfahrungen zu machen mit so extrem tollen Leuten, wie sich hier versammelt sind. Cool, sehr gut, schön, wir sind fertig. Also du möchtest noch ein Abschlusswort sagen. Das war jetzt ein sehr schönes Ende. Cool.